Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von The Escapists. Oh yeah. Heute in der Staffel, beziehungsweise dieses Mal in der Staffel dabei sind bei den Insassen der Sky Ritter, der Ermin. Ich mache mal den Ton ein bisschen leiser, sonst irritiert mich das. Dann haben wir dabei den Cookie Man, den Wursti, den Nugget. Wursti und Nugget, das hört sich so an, als wäre das so eine Art Dream Team. Niklas haben wir dabei. Wir haben Erik dabei. Spobi, mein Mod. Rexas. Ich glaube, warte, kleinen Moment. Rexas, ich kann mich erinnern, dass er so geschrieben wurde mit einem großen X. Genau, so war es richtig. So, da haben wir Rexas, den Zombie-Bombi. Zombie-Bombi, ich hab nur Copy und Paste gemacht. Also den du geschrieben hast, habe ich auch rein kopiert. Und ich habe gesehen, du hast Zombie mit einem I geschrieben. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht. Auf jeden Fall bist du jetzt mit Zombie-Bombi ohne IE dabei. Aber egal. Dann haben wir Deadline dabei. Wir haben dabei Gronda Green. Zuerst habe ich ja Gordon Green gesagt, aber Gronda Green ist richtig. Wir haben dabei den Tevin Tyrone. Hier bekannt als Tevin. Mit seinem schönen blauen Haar. Dann haben wir Ronzi dabei und zum Schluss den Technike. So, das sind die Insassen, die mit mir, ja, ihr Leben verbringen derzeit und ich werde sie alle hintergehen, indem ich alleine ausbreche. So, dann gehen wir weiter. Bei den Insassen haben wir dabei den Officer Quee-Styler. Dann haben wir Officer Mr. Chris. Auch wenn da Quee steht, kleiner Moment. Ich glaube, das S hat nicht mehr hingepasst, oder? Nee, es passt nicht mehr hin. Okay, gut. Gut, dass ich das gesehen habe. Gut, dass ich nochmal alle Namen durchgehe. Wir lassen hier einfach die Leertaste aus. Oder passt das schon? Mr. Chris. Officer Mr. Chris. Dann Officer Snox. Dann haben wir Officer Toby. Den Officer Kevin. Den Officer Adam Silver. Oder Silber? Silber, wieso sage ich Silber? Adam Silver. So, dann haben wir Officer Feiss. Officer Tau von Tau TV, dann haben wir Officer Ramit und Officer Terte. Das sind die derzeitigen Mitspieler, diejenigen, die mich quasi aufhalten wollen oder mir helfen wollen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefängnis rein und gucken uns das Ganze mal an. Suchen wie immer am Anfang nach Schwachstellen. Vielleicht finden wir eine, mit ein bisschen Glück auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, wir sind in der Wüste. Das war, glaube ich, meine letzte Erkenntnis. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich hoffe, der Musik passt das. Ich habe jetzt da nur ein bisschen rumgespielt. Wobei, in diesem Spiel haben wir sowieso nur ein bisschen Musik. Zur Not mache ich in der nächsten Folge ein bisschen lauter. Dies ist der berühmt-berüchtigte San Pancho, der härteste und grausamste Knast südlich der Grenze. Durch die brüllende Hitze und die Enge werden unsere Insassen wütend und gewalttätig. Selbst die Wärter trauen sich hier nicht rein. Okay. Die Wärter trauen sich nicht rein. Das heißt, die einzigen Wärter, die hier rumlaufen, sind morgens diese drei oder was? Wieso habe ich hier keinen Platz? Toll. Na gut, bin ich hier halt ganz links außen. Outsider. Ich stelle mich hier vorne. Ich bin nämlich hier der Anführer. So. Ich bin Anführer Zero. Ich bin kein Outsider. So, es werden immer wieder natürlich die Zellen überprüft und das machen die nach diesem kleinen Geplänkel, sagen sie, den Gewinner der heutigen Zellenexpedition sind. Und dann kommen Namen wie Cookie Man und Rexas. Und wenn wir Pech haben, haben wir illegale Sachen dabei. Und ja. Ach du Scheiße, ist das eng hier. Und werden erwischt. Guckt euch das an, wie eng das hier ist. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Technik. Ich bin auf der Suche nach folgenden Nunchucks. Kann ich die herstellen? Ich weiß sogar wie die funktionieren. Lenkt die Werte ab, wenn Abendessen ist. Das werden wir, glaube ich, aussetzen, bis jemand Ärger macht. Lenkt die Werte ab, wenn Frühstück ist. Ja, wir haben Frühstück, ne? Ich habe gerade nichts zu verlieren, es tut mir leid. Snox, es tut mir wirklich leid. Ich werde versuchen, mich mit den Wärtern ein bisschen gut zu stellen. Oh, Tobi kann mich gar nicht leiden. Okay, dann muss ich Tobi immer verprügeln.
Ich bin auf Suche nach folgendem. Pfeile kann ich dir besorgen. So, als allererstes werden wir natürlich Geld sammeln, gucken, dass wir die Tipps zusammenkriegen. Auch wenn wir keine Tipps brauchen. Hier geht aufs Dach rauf, ja? Hier wurde schon der Erste verprügelt. Wusti, komm mal rein. Er hat nichts. Na gut, schauen wir mal. Wenn wir hier rüber klettern, nee, wir könnten noch hier rein. Aber da ist eine Kamera. Gärtnerstelle, scheiße, ich muss arbeiten. Wo ist meine Arbeit? Schon wieder die Gärtnerstelle. Was ist denn los? Hacke brauche ich, ne? Aber diesmal müssen wir nicht so weit laufen und haben quasi nur den Innenhof hier zum Arbeiten. Ich möchte gerne Freizeit haben. Ich möchte gucken, was für Möglichkeiten wir haben, hier auszubrechen. Also ich denke mal, in diesem Gefängnis ist das hier tatsächlich so ein chilliger Job, weil es hier wirklich viel Unkraut gibt und das hat man innerhalb von ein, zwei Stunden wirklich beseitigt. Ich meine, wir haben die erste halbe Stunde gechillt und wir sind fast durch. Nur ich kann mir noch nicht vorstellen, wie wir hier vorankommen. Das ist ein einziges Labyrinth, Freunde. Das ist alles so eng aneinander und krass, das ist einfach nur krass. Okay, da oben haben wir noch was. Ja, schlagt euch. Komm, bitte. Rexas und Runzi. Sombrero. Ah, das Feuerzeug können wir mal gebrauchen. Was haben wir hier? Haben wir Viererzimmer? Viererzimmer? Heilige Scheiße. Okay, hier ist die Dusche. Da ist das Telefon. Guckt euch an, wie eng das beieinander ist, ey. 130 kostet hier der erste Tipp. Ach du Scheiße. Also, was ich jetzt grundsätzlich sehe, ist, dass hier die Einzelhaft ist, ne? Wir könnten uns hier durchbauen. Und dann wären wir auf dem Dach. Oder hier. Dann wären wir in diesem schwarzen Bereich. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass wirklich die Wärter hier nicht langlaufen. Haben wir quasi. Dann können wir überall hin. Wir können einfach überall hin. Wenn wir hinter diese Mauer kommen, können wir überall hin. Das wäre ja episch. Okay, erstmal Hofgang. Nutze den Boxsack. Stärke. Okay. Was gefallen? Ich habe irgendwie für einige Zeit ein Kissen gegeben. Okay. Nein, ich wollte doch so einen Boxsack nutzen. Wollte ich verarschen? Wieso habe ich keinen Platz? Tschüss, Zombie. Hier bin ich jetzt dran. So. Das Gute ist ja, ich kann jetzt meinen neuen Controller umstellen. Ich wollte ihn umstellen. So, damit müsste jetzt einfach eigentlich alles einfacher sein. Nö, ich muss die ganz runterdrücken. Muss den Trigger ganz runterdrücken. Du bist zu müde? Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Da muss ich erstmal hinterkommen, was das mit dem Boxsack auf sich hat. So, wir haben Freizeit, ne? Gut, schauen wir uns jetzt mal um. Also, wir haben hier alles ziemlich eng beieinander. Und ich habe mir sofort diese Ecke hier rausgesucht. Wenn wir uns hier durchbohren, dann haben wir das ganze Gefängnis für uns alleine. Wir können überall hin. Wir können sogar da in die Wächterkabinen. Wir könnten hier durch. Wir könnten alles machen. Frage ist, können wir in diesen schwarzen Bereich? Ich glaube, wir haben das schon mal versucht und es ging. Aber wir können halt einmal ums ganze Gefängnis rumgehen. Und überall. Und überall rein. Auf jedes Dach rauf. Wir könnten sogar hier bei unserem Typen hier rein. Nur nicht in unsere Bude. Aber das finde ich gut. Keine Wärter. Das heißt, wir können hier alles untersuchen, was wir wollen. Wir können uns Nunchucks herstellen, wie wir wollen. Ganz easy going. Das gefällt mir. Wir haben freies Spiel. Wir haben freies Spiel. Das freut mich richtig. So, was brauche ich alles für meine Pläne? Das Metallblech brauche ich. Wir fangen schon mal an, Dinge herzustellen, die wir benötigen könnten. War das nicht so? So ging doch eine Schaufel. Willst du mich verarschen?
Weißt du, dass es so eine Schaufel ging? Kleinen Moment. Notizen. Da, Schaufel. Klebeband, Metallbrech. Ach, Klebeband. Ah, Klebeband. Ach, das ist meine Hütte, oder? Nee, Schreibtisch von Niklas. Schreibtisch von Wursti? So, wo wohne ich? Das ist Cookie Ben, ne? Nägel. Roter Chili. Skyritter, wo bin ich? Erwin. Zero. Ah, toll. Ich bin auf der falschen Seite. Egal. Wir klauen einfach Cookie Mans Tisch. Und dann können wir uns hier durchbohren. Das Problem ist nur, wir müssen uns gut stellen mit allen Leuten, die hier drin sind im Raum. Da könnten wir uns hier direkt durchbohren. Könnten wir nachts sogar arbeiten. Wir müssen halt nur gucken, ob wirklich nachts über hier Wärter rumlaufen. Wenn in diesem Bereich würde ich nicht mal Wärter rumlaufen. Holy shit. Da haben wir Freigang ohne Ende. Uns gehört das Gefängnis ganz alleine. Wir könnten sogar einfach graben. Wir könnten uns hier im Gefängnis durchbuddeln einfach nach draußen. Die Frage ist nur, was lauert da draußen? Deswegen sammeln wir auch die Tipps ein, um zu gucken, was lauert hinter dem Zaun. Und ich muss sagen, ups, sorry. Sorry, Gondagreen. Ich muss sagen, das ist ein bisschen verwirrend hier. Ich meine, es sind Wärter da, aber jedes Mal nur, wenn es irgendwas gibt, wie Abendessen oder so. Dann sind die Wärter da. Und unsere Zellen werden anscheinend einmal am Tag oder zweimal am Tag kontrolliert. Davor war es dreimal am Tag. Da hatten wir Morgensappell, Mittagsappell, Abendappell. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das hier so schwer sein soll. Aber gut, ich will nicht vorauseilend irgendwas behaupten. Ja, nice. Ja, kriegst mir eine Hacke und dafür nehme ich das hier. Danke, Deadline. Also, ich muss sagen, es läuft. So, Zombie, was hast du für mich? Ja, wir brauchen sowieso noch Klebeband. Ach, ich muss zweimal am Tag arbeiten? Was ist das denn? Ich muss zweimal am Tag arbeiten. Aber ich kriege zweimal am Tag Geld. Auch wenn es nur 10 sind, glaube ich. Aber ich kriege das Geld. Naja, gehen wir arbeiten. Einem geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul, ne? Das heißt, wir haben zweimal Abendfreizeit. Wenn wir später keinen Job mehr haben. Wenn wir alle Tipps haben, dann gehen wir ja nicht mehr arbeiten. Dann bin ich also. Ich meine, wenn ich nichts mehr brauche, brauche ich auch nicht arbeiten. Nämlich arbeitslos. Aber das ist auf jeden Fall anders. Und vor allem so eng, weil wir sind viel zu viele Leute auf so engem Raum. Wenn ich so bedenke, wenn wir im Sportraum sind, dass da kein Platz für mich frei ist. Dass alle einfach einen Platz besetzen und ich kriege gar nichts. Das heißt, ich muss als allererstes da sein, wenn ich Stärke trainieren will. Oh, wer liegt denn da hinten? Nein. Gondagreen. Ja, gib mal her den Scheiß. Dum, 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 dum. Ich weiß gar nicht mehr, wie funktioniert denn dein Chucks nochmal? Also ich weiß, dass es zweimal Holz war. Und ein Seil, glaube ich, oder? Nunchucks. Da waren sie doch. Nunchucks. Draht, Holz, Holz. Okay, wir brauchen Draht. Aber ich finde das gut, dass wir jetzt einfach mal so ganz chillig hier alles untersuchen können, ohne dass sich jemand beschwert. Okay, unsere Leute können sich beschweren, wenn sie sehen, aber keine Wärter, die mich zusammenschlagen aus irgendwelchen perversen Gründen. Ich kann mir einfach alles nehmen. Das heißt, ich werde dieses Gefängnis mir unterjochen, Freunde. Oh, Kissen. Cool. Klebeband zweimal. Somit können wir auf jeden Fall ein Klebeband weglegen. Das Toilettenpapier auch. Das legen wir auch mal weg. Und holen uns zwei Holz. Halt gar nicht. Wir holen uns, also, das Metallblech wollte ich haben. Das Metallblech wollte ich haben. Okay. Ich mache mir schon mal die Werkzeuge fertig.
Man merkt schon, ich bin schon ein wenig geübt, aber leider zu doof. Kein Intellekt habe ich. Und hier sind auch überhaupt. Ich kann überall hin mit meinen Sachen, kann ich überall hin. Was zum. Ich werde wirklich nirgendwo untersucht. Nirgendwo werde ich auf legale Sachen untersucht. Crazy. Definitiv interessant. Was ist da oben? Da oben ist doch irgendwas. Könnte ich mich da vielleicht hinbuddeln? Also ich mag das Gefängnis. Das Gefängnis hat so viele Möglichkeiten, irgendwie Scheiße zu bauen. Hallo, Officer Tobi. Ich habe so viele Möglichkeiten, so viel Scheiße zu bauen. Wo fange ich da nur an? Ich könnte mich überall reinbuddeln, überall reinhacken. Ich kann mir das ganze Gefängnis durchjochen. Ist richtig krass. Echt romantisch hier, schreibt einer. Och! Schon wieder Grounder Green. Was ist los mit dir? Wieso bist du jedes Mal tot? Okay, Abendappell. Das ist der einzige Punkt, wo wir darauf aufpassen müssen, dass wir nicht erwischt werden. Tagsüber können wir überall hinlaufen. Hier gibt's keine. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Na. Diese Türen, wo er durchgeht. Detektoren. Detektoren. Metalldetektoren. Oder Detektoren an sich. An den Türen. Das heißt, ich kann in jede Tür rein. Die Gewinner der heutigen Inspektion sind Eric und Gronda Green. Also ich muss sagen, Gronda Green, du bist ein Glückskind. Skyritter und seine Kumpels haben mir etwas weggenommen. Kerze. Ja, mach ich. Zu viele Gefallen aktiv. Was haben wir denn für Gefallen aktiv? Mach Krawall, wenn Abendessen ist. Gibt Nunchucks an Technik. Pfeile an Wurst. Die weißt du, was Krawall machen wir nicht. Gib Pfeile an Wursti. Okay. Wo ist die wilde Pfeile? Das machen wir später, also ein andermal. Okay, schauen wir mal, ob draußen irgendwelche Wächter rumlaufen. Nicht mal das. Es ist doch das ge einfachste Gefängnis auf der Welt. Oh, sorry. Okay, ich muss diese drei Jungs auf jeden Fall auf meine Seite bringen. Den Cookie Man, den Skyritter und der Erwin. Will nicht, dass mich jemand verpetzt. Aber guckt euch das an. Draußen ist einfach keiner. Ich meine, die sind alle nur außerhalb der Mauer. Und da kann man einfach rüberbuddeln. Was ist das Problem bei diesem Gefängnis? Wo ist die Schwierigkeit da? Das ist alles ein bisschen perplex. Ich glaube, ich werde auch direkt meine Arbeit aufgeben. Meine Gärtnerstelle, ich brauche die eigentlich gar nicht. Wobei, was ich machen kann. Wir werden die Gärtnerstelle erstmal noch behalten. Wir kriegen ja da eine Schaufel gratis. Wobei wir bauen uns unsere eigene Schaufel. Scheiß auf unsere Arbeit. Während der Arbeit können wir das Gefängnis erkunden. Alles unterjochen. So, wen wollten wir? Wursti. Habe ich eine Feile dabei? Nein. Ich komme gleich wieder. Bin schon da. So, Wursti, Wursti, Wursti. Da bist du ja, Wursti. Hier hast du eine Feile. Dankeschön. Kevin. Oh Gott, werde ich untersucht? Nein. Oh, Nunchucks. Ich muss sagen, das ist echt chillig. Ich kann die Werte echt zu meinen Freunden machen. Weil die können mich gar nicht kontrollieren. Die laufen alle draußen rum. Das ist richtig cool. Komm, ich gebe dir mal die Nunchucks. Damn. Medizin kann ich dir besorgen, Erik. Ja, Kevin. Adam Silver, Snox und Tobi. Ihr seid also immer beim Mittagessen. Vielleicht sollte man sich merken, wer beim Mittagessen dabei ist. Und wer bei den anderen Tageszeiten. Weil das könnte wenigstens, das könnte sehr interessant werden, wenn man eine Aufgabe hat, dass man jemanden zusammenschlagen soll. Ich würde mich dennoch gerne
anfangen, erstmal hier durchzubuddeln. Ich glaube, das ist der beste Ort. Mensch, ich könnte hier sogar anfangen zu buddeln, weil hier keine Sau ist. Also richtig in den Boden, nicht nur in die Mauer. Hier ist ja keine Sau. Das ist doch viel zu einfach, das Gefängnis. Mann, ich brauche diese Tipps. Scheiß auf meine Arbeit. Wir durchwühlen erstmal alle Zimmer. So, Holz nehme ich gerne. Verbrauchsgegenstand? Keine Ahnung. Hat nie wirklich funktioniert. Ah, das ist meins. Das ist ja meins, ne? Das Gefängnis ist doch viel zu einfach. Wenn sogar ein Seil. Oh, da prügelt sich jemand. Da gehen wir gleich hin. Folie. Sonst haben wir nichts. Ach nee, alles gut. Alles gut. Nein, die Folie. Gronda Green, was ist nicht mit dir in Ordnung? Alter Schwede. Immer tot auf dem Boden. Immer. So, wer wollte die Medizin haben? Erik, geben wir ihm später. Was hast du für noch eine Quest? Für eine Quest? Deadline, oder? Nee, Cookie Man, Cookie Man. Lenkt die Werte ab. Nö, mach ich nicht. Will die Werte als meine Freunde haben. Lenkt die Werte ab. Lenkt die Werte. Willst du mich verarschen? Habt ihr auch andere Quests außer lenkt die Werte ab? Was soll das denn? Dann halt nicht. Na, jetzt komm. Also es muss da noch eine andere Schwierigkeit geben. Weil guckt es euch an, das ist doch keine Schwierigkeit hier. Irgendwas muss dieses Gefängnis so einzigartig machen. Ja gut, dass hier drinnen keine Wärter rumlaufen, dass hier überhaupt keine Kontrolle ist. Ist schon irgendwo ein bisschen krass. Und einzigartig, aber es muss eine einzigartige Schwierigkeit bei diesem Gefängnis geben. Naja, vielleicht kommen wir ja gar nicht durch die Mauer, durch die wir geplant haben zu kommen. Aber wir können ja immer noch buddeln. Und kein Schwein würde es bemerken. Glaube ich zumindest. Wir müssen, wenn der Abendappell ist, mal gucken, ob da oben jemand hingeht. Wir bräuchten einfach eigentlich die Tinte, um Mauern herzustellen. Fake-Mauern. Talkumpulver, Medizin behalten wir sowieso erstmal drin. Wir sind hier schon voll besetzt. Bleichmittel kann weg. Die tote Ratte, was soll ich mit der toten Ratte, ganz ehrlich? Alle schlagen sich hier zusammen. Ist es vielleicht das, dass sich hier niemand leiden kann? So, die tote Ratte kann weg, das Magazin, der Scheiß kann weg und der Scheiß. Zuerst mal ein bisschen aufräumen. Runzi hat eine Pfeile dabei, die brauchen wir jetzt nicht so dringend. Intellekt brauchten wir, ne? Lesen wir uns erstmal ein bisschen rein. Aufgrund deiner unglaublichen Inkompetenz und Unfähigkeit, das doch sehr vernünftige Arbeitspensum einzuhalten, müssen wir dich leider entlassen. Wenn du dich zusammenreißt und bereit bist, in Zukunft härter zu arbeiten, kannst du dich über die Stellenangebote in der Gefängnisverwaltung neu bewerben. Scheiß drauf, ich krieg 10 Goldmünzen pro Job. Das ist nix. Kann echt knicken. Ich mache lieber die Aufgaben von den Jungs. Das ist schon besser. Ich komme zu spät zum Hofgang, ne? Ah, egal. Huch. Wir sollen 30% Wärterwarnung. Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Nein. Wie krass die Energie verbraucht wird. Ich verstehe das mit dem Trainieren noch nicht. Wie soll ich meine Stärke trainieren? Das ist ja crazy. Ja, nachmittags Freizeit. Ich muss sowieso ein bisschen einlesen. Wie viel Intellekt habe ich jetzt?
34, 40 haben wir, glaube ich, gebraucht, ne? Ich war Friseur. Ja, das ist schön für dich. Okay. Wir müssen auf jeden Fall sehr viel Intellekt trainieren, um hier vernünftig rauszukommen. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so viel Stärke. Ich glaube, in diesem Gefängnis ist Stärke jetzt nicht so wichtig, weil wir werden uns kaum schlagen. Werden auch kaum erwischt werden. Wir müssen tatsächlich alle Insassen, die hier sind, als Freunde haben. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Kann ich das Ding nicht einfach essen? Ah, doch. Wir haben ein Problem, wenn wir nicht alle Insassen als Freunde kriegen, weil die uns sonst verpetzen werden. Denn wir werden einmal komplett das ganze Gefängnis einnehmen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Darum erledigen wir auch die ganzen Jobs. Später werden wir denen noch ein paar Gegenstände schenken. Und die gehen tatsächlich nicht oben rein. Das heißt, eventuell kann mich doch niemand verpetzen. Wenn dann oben niemand reingeht, kann mich auch niemand verpetzen. Ich bin auch gespannt, was wir für Tipps bekommen. Was hast du für einen Job für mich? Lenk die Werte ab. Ach, leck mich doch. Cookie Man! Lenk die Werte ab. Ich will nicht die Werte ablenken. Ich will die Werte als Freunde haben. So. Medizin an Erik, ja? Na gut, das müssen wir jetzt mal so suchen. Ach, Zombie! Medizin. Klebstoff, Erik, mein Freund. Sind wir jetzt Freunde? Ja, wir sind Freunde. Okay, Erik ist schon mal mein Freund, das ist super. Irgendwas muss es noch auf dem Dach geben. Weil jeder Weg führt nach oben. Wenn wir jetzt uns einmal hier durchhauen und dann auf der anderen Seite quasi zu der Leiter gehen oder zu der Leiter ganz links gehen, dann sind wir auf dem Dach und kommen tatsächlich überall hin, wo wir auch hin wollen. Und ohne uns irgendwie durchzuschlagen. Ist alles interessant. Na, essen wir erstmal, wir brauchen hier 100%. Zum Glück ist wenigstens hier mal ein Tisch frei. Selbst die Wärter brauchen ewig, bis sie hier sind. Also außerhalb des Gefängnisses, also außerhalb unserer Mauern, muss es wahrscheinlich sehr riesig sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. Das ist ja ekelhaft. Das stinkt. Das ist Essen. Okay. Ich habe meine 100%. Und hier liegt Zombie. Hoppla. Nein, ich habe ihn darauf gelegt. Ich kann ihn nicht mehr runternehmen. Ach, verdammt. Dann bleibt doch beim Besteck liegen. Ist mir doch scheißegal. So, ist wieder Arbeitszeit. Das heißt, für uns ist das die Arbeit des. Wir fangen an, unsere Sachen zusammen zu basteln. Zeit. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Intelligenz, oder? Ne, wir haben genug. Wir haben genug, um die erste Schaufel herzustellen. Bäh, auch so. Bäm. So, Schaufel Nummer 1. Wir haben tatsächlich nochmal Metallblech und nochmal Klebeband. Ich glaube, so war das, ne? Ich glaube, so war das. Klebeband, improvisierter Griff und Metallblech. Okay, das kennen wir ja. Ich will die verbesserte Schaufel. Da. Brüchige Schaufel, Metallblech und Klebeband, tatsächlich. Aber dafür müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen intelligenter werden, um das noch zu verfeinern. Ja. Okay. Da ich aber das gleiche mit der Spitzhacke auch vorhabe, könnte das recht hilfreich sein. 130, der erste Tipp. Ach du Scheiße. Lenkt die Werte ab. Was wollte ich machen? Genau, Intelligenz trainieren. Ich weiß gar nicht, warum ich vorhin diese 30% Werte hatte. Ich habe doch nur Bücher gelesen. Komisch. Aber der Arzt ist auch komisch, ne? Er ist der einzige Typ, der hier drin ist. Er ist komplett ungeschützt. Jeder könnte ihn zusammenschlagen. Seine Klamotten klauen und einfach rausgehen.
Gut, man müsste jetzt noch so aussehen wie er, aber muss ja nicht gleich sagen, dass die Werte alle intelligent sind, ne? Was macht ihr da? Jo. Gut, dann ist gleich Abendappell und das war die Folge, wo wir alles erkundet haben. Ich muss sagen, das ist nett hier. Also, mir gefällt dieses Gefängnis. Also, diese Freiheiten, die man hier hat. Das hatten wir in noch keinem Gefängnis. In jedem Gefängnis musste ich überlegen, ah, wie komme ich von A nach B, ohne erwischt zu werden? Und was kann ich da machen und hier machen? Und hier haben wir echt. Ich glaube aber, das Problem wird sein, wenn wir später draußen sind. Außerhalb der Mauern wird das Problem, glaube ich, entstehen. Weil das ist, hier ist zu einfach. Hey, nein, ich wollte dich gerade beklauen. Shit. Ich bin zu müde. Okay. Ja, wir haben noch mal 10 geschafft. Okay, duschen. Vor dem Abendappell wird noch geduscht. Cool. Also irgendwas muss ich noch dahinter befinden. Irgendwas ist da hinten. Hoppla. Rexas. Hast sowieso nichts dabei. Passt schon. Ich würde gerne sehen, was da oben ist. Ist das Holz? Wird da Holz. Ist das die Holzverarbeitung da oben? Ob irgendjemand außerhalb dieser Mauern arbeiten kann? Gibt es einen Job außerhalb dieser Mauern? Das wäre schon mal ein Grundgedanke von mir. Wir gucken mal kurz nach. Küchendienst, Gärtnerstelle, keiner will arbeiten. Entladerstelle, die ist oben links. Bibliothekarstelle, kennen wir auch. Kleidungsnäher, ist alles hier drin. Wir brauchen noch diese 5 Münzen, die werden wir dann morgen holen, wahrscheinlich bei anderen Quests. Es wurde ein Flitzer gemeldet. Huhu. In dieser. Oh. In diesem Gefängnis kann man einen bestimmten Erfolg holen. Es gibt einen Erfolg, der besagt, dass man so und so viele Stunden nackt im Gefängnis rumlaufen soll. Aber die Wärter werden dich irgendwann verprügeln, wenn du nackt rumläufst. Aber wenn keine Wärter da sind zum Gucken, wer soll dich verprügeln? Oh. Oh, ich habe recht drauf geachtet. Hat er jetzt mich oder Ermin? Ich glaube, er hat Ermin untersucht, ne? Wir hätten jetzt einfach draußen bleiben können. Außerhalb der Zimmern. Und hätten arbeiten können. So easy. Na gut, Freunde, das war's für heute. Ich würde sagen, das ist unser neues Gefängnis. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie es mir gefällt, weil ich hab. Ich finde das geil. Ich muss sagen, das ist das beste Gefängnis, was ich hier hatte. So viele Freiheiten, krass. Mal gucken, was haltet ihr von diesem Gefängnis? Schreibt es unten einfach in die Kommentare. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.